Die erste nach 200 Folgen im geupdateten Spiel ist es jetzt. Die erste Folge nach über 200 Folgen. Wir haben neue Modi, neue Joker, neue Spielregeln, ein neues Studio und Leute im Chat, die darauf warten, zu spielen. Denn das hier ist eine Live-Show von Twitch ausgehend, die als Vodcast bei YouTube enden wird. Und ich wünsche euch allen, die im Chat sind, viel Spaß beim Mitspielen natürlich und ansonsten auch allen, die bei YouTube nachher das Vodcast sehen werden oder auf Twitch, viel Spaß beim Zuschauen beim Beginn der 5. Staffel von Wer wird Millionär? Denn wir starten heute ganz besonders mit 5 Leuten aus dem Chat, die auch schon auf der Bank alle hocken. Und da sieht man sie nur so halb leider. Mal gucken, hier hinten, man sieht sie zu 5, sitzen die dort, sie warten im Chat schon, man sieht sie über mir in der Kamera. Ihr seht gerade, die Aufnahme ist leicht verzögert und asynchron, das heißt, ich muss nachher nach der Aufnahme sowieso korrigieren. Aber die 5 hier werden gegen uns, gegen mich quasi in dem Sinne spielen. Lokal mache ich den Moderator, die 5 Leute im Chat werden das Ganze mit uns spielen, über die Commands im Chat mit dem Chatbot. Berenas, ich gucke wie gesagt nachher da, ich schreibe dir nachher bei Twitch eine PN, deswegen. Und ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Es kann in der Folge alles schief gehen, es kann alles klappen. Deswegen, wir starten mal die Auswahlaufgabe. Und ich hoffe, dass das Stream-Delay nicht allzu groß ist jetzt deswegen, weil ich gerade das Video aufnehme und gleich noch streamen werde. Ansonsten, wenn ihr jetzt denkt, es ist eine starke Verzögerung, wenn ich jetzt mal sage, jetzt, schreibt mal jetzt in den Chat rein, wann es bei euch ankommt. Wenn ich jetzt mal gerade das hier zeige, wann kommt das hier bei euch an? Na, Commands sind alle drin, wunderbar. Ansonsten, wie gesagt, ihr müsst mal circa abschätzen, wie groß die Verzögerung ist. Ich kann es nicht. Jetzt kommt's an. Oh Scheiße, was soll? Ich zieh mal leider den Podcast runter. Ich lasse die Aufnahme so, lass die Aufnahme liegen. Das ist anders. Ich zieh mal leider den Podcast runter davon vom Stream. Wird das ein bisschen von der Qualität schlechter sein. Tut mir leid dann für euch, aber ich will jetzt nicht 15 Sekunden Stream Delay hier drin haben. So, was in jedem Fall stattfinden wird, ist die Auswahlaufgabe. Ihr habt schon gerade gesehen im Chat, die Commands stehen drin. Du hast circa 8 Sekunden. Ich schließe nachher als Podcast runter. Ja klar, kommt bei mir auch später an, aber ist mir auch jetzt gerade egal, ich war ab und zu einberechnet ein Stück. Im Chat stehen die Commands drin, diejenigen, die im Studio sind, die können das jetzt gleich über den Chat eingeben und wir spielen mal die Auslaufgabe, um zu testen, ob zumindest die Commands klappen. Deswegen, los geht's mit dieser ersten Frage. Ich warte extra ein bisschen mit der Frage, etwas länger für euch. Ordnen Sie Frankreich, Italien, Russland und Spanien jeweils eine landestypische Suppe zu. Bereit? Die Antworten kommen jetzt. Minestrone, Soljanka, Gazpacho, Bouillabaisse. 3 kleine Fs und in Großbuchstaben die Antwort. Mit Leerzeichen, Linus, mit Leerzeichen. Ein bisschen flott. Ich hoffe, die Stream-Delay-Antworten kamen auch rein. Wäre schade, wenn nicht. Die landestypischen Suppen: Bouillabaisse, Minestrone, Soljanka, Gazpacho. Gerade gucken. Kann man von der Kamera aus sehen, wer von euch das eingeloggt bekommen hat? Spirit war in der Zeit drin. Wie sieht es mit dem Rest aus? Leider hat es keiner hinbekommen, in dem Sinne waren alle falsch. Wissen Sie, Bild war der Antike, der im Zeitlimit drin ist. Das heißt im Prinzip, der Bot, die 8 Sekunden Stream Delay sind quasi deaktiviert. Aber gut, war zu erwarten, kann passieren. Wir machen das Ganze nochmal zum Testen. Wissen Sie, nochmal.
Wie gesagt, seid schnell. Ihr kriegt das hin. Was steht für totalen Unfug? Res, O, Ol, Gok. So, jetzt seid ihr alle schneller gewesen. Das hat funktioniert anscheinend. Gucken wir mal. Denn richtig heißt es nämlich Kokolores. Da sind ein paar drin gewesen. Lilithus war knapp in der Zeit. Am schnellsten war aber der Malte gewesen. Das heißt, das klappt schon mal. Der Part ist gut. Und jetzt beginnt das Hauptspiel und ich bin gespannt, ob da die einzelnen Commands für auch klappen alle. Ich meine, in den Proben haben sie alle geklappt vorher auch, in einer Woche. Die Regeln, die wir heute im Stream spielen werden, sind ähnlich die des englischen Formats. Wer sie noch nicht kennt, ich erkläre es mal ganz kurz. 15 Fragen gibt es zu beantworten, wie üblich. Das Schöne ist nur, es gibt zwei Sicherheitsstufen, nämlich bei 500 Euro bei Frage 5 und bei 1 Million bei Frage 15. Aber natürlich gibt es nicht nur die beiden. Denn wer das 20th Anniversary Format kennt, der weiß, ab 500 Euro stelle ich euch bei jeder Frage die Frage, ob die nächste Frage eure Sicherheitsstufe ist. Zum Beispiel könnte es noch 2000 sein, es könnte 4, 8, 16 oder 32.000 sein, wie ihr es wollt. Dafür habt ihr aber auch von Beginn an schon 4 Joker. Ihr könnt nämlich 50-50 nehmen, ihr könnt Telefon nutzen, den Publikum fragen oder halt Moderatoren-Joker. In dem Fall könnt ihr mich fragen bei einer Frage. Wenn ihr einen Joker nutzen wollt mit den Commands, ist es einfach nur im Chat eingeben, Lifeline. So, und ansonsten, das ist das ganz normale Spiel, was ihr auch kennt. Malte fängt an. Malte, wenn du irgendwann sagst, du willst bei der nächsten Frage eine Sicherheitsstufe reinsetzen, schreib einfach mehr rein, dass du dann die gerne setzen willst. Weil dafür gibt es nämlich noch keinen Command. So, jetzt aber. Alle Regeln sind raus. 15 Fragen, 4 Joker, 2 Sicherheitsstufen plus eine Bonus. Such's dir aus und wir starten mit dem Game. Doppelt genäht hält. Länger, besser, immer, nimmer. Du weißt, mit Pfeil, Leerzeichen, dem Buchstaben in groß, lockst du deine Antwort ein. Nur zur Erinnerung. Und die Lampen sind gerade, wie gesagt, das Last-Minute-Bug in dem Sinne. Antwort B, doppelt genäht hält besser. Richtige Antwort. 50 Euro in der Tasche. Wir gehen auf 100. Einer der berühmtesten Louis-Trenker-Filme heißt Der Berg. Kommt, rutscht, ist hoch, ruft. Und für diejenigen im Chat, die quasi mitraten wollen, aber ohne, dass ihr es lesen will, es gibt im Stream-Chat oben, bei den Räumen gibt es extra mehrere Räume, wo ihr reingehen könnt. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr es machen wollt, nehmt das Live-Gameplay einfach als Raum wahr. Da könnt ihr euch besprechen und raten. So, das gesagt, Antwort D. Und D ist auch richtig. 200 gibt es für die Frage. Was zeigt in einem Brief an, dass noch etwas kommt? Kilowatt, Ampere, PS, Joule. DPS, wunderbar. 200 Euro in der Tasche, wir gehen auf 300 bei dieser Frage. GMN Prime, thank you for hosting. Wie heißt der Hund von Mickey Mouse? Beppo, Pluto, Groucho, Hasso. Wie heißt der Hund? Pluto und an dieser Stelle auch an Mickey Happy 90th Anniversary. Denn Mickey ist nämlich 90 geworden. 300. 500 gibt es dann noch für diese Frage. Ding, war der Sänger der Band? The Police.
The Secret Service, die FBI oder das Scotland Yard? Wie hieß der Sänger der Band? Welche Band der Sänger dazu? Du sagst Antwort A, The Police. Und dafür gibt's 500 Euro. Wunderbar. So, von hier an beginnt jetzt quasi das gesamte normale Spiel. 500 Euro sind dir sicher. Frage, willst du bei 1000 Euro der Sicherheitsstufe setzen? Ich gehe mal von Nein aus. Aber sag du es mir doch bitte. Einfach Lifeline schreiben. Wenn du die Commands nicht weißt, dann schreib mal in den Chat klein Englisch Commands. Haben schon Leute vor dir oben im Chat gemacht. Die Commands stehen alle im Chat oben drin, die du nutzen kannst. So, also nein, willst du nicht? Alles klar. Dann machen wir weiter mit Frage Nummer 6. Wer wurde 2007 Trainer von Real Madrid? Ist es Antwort A, De Becker, Schuster, Aura oder Schneider? Wie gesagt, bei Joker wollte ich gerade sagen, schreib einfach rein Lifeline, aber gut, du hast schon eingeloggt, Antwort B, Schuster, willst du nehmen? Ohne Joker, gewusst oder nicht, ist ganz egal, du hast recht. Also Joker kennt man auswendig, 1, 2, 3, 4, 5. Ich werde werd Bescheid sagen, wenn es welche gibt. Es müsste eigentlich sowieso eins, glaube ich. Ich habe den Command eh abgenannt, du sollst nur einfach reinschreiben, Lifeline, das musst du schon beim Bot anpassen. Frage, würdest du die Sicherheitsstufe setzen bei 2000 Euro? Nein, alles klar, dann geht's weiter mit Frage 7. Wer war das Supermodel der APO? Uschi Glas, Uschi Obermeier, Uschi Diesel oder Uschi Nerke? Das Supermodel der APO oder APO. Uschi Obermeier, sagst du. Das kam ziemlich flott vor allem. Es stimmt aber auch. Sicherheitsstufe bei 4000. Und 3PO. Nein? Okay. Dann geht's weiter mit 4000 Euro Frage. Was kann man in Apotheken kaufen und soll bei hartnäckigem Husten helfen? Getrocknete Kirschenstiele, ausgespuckte Apfelkerne, verfaulte Orangenschale oder angebissene Quittenstücke? Final A. Warte mal, gerade mal F1. Wir müssen der Bot reconnecten eigentlich, theoretisch. Okay, F wir also doch ab. Aber schau mal für dich ein. Antwort A, so gesagt. Es ist interessant. Ich verstehe jetzt, warum der Bot disconnectet. Aber gut, ich kann ihn restarten während dem Spiel. Das ist kein Thema. Deswegen, getrocknete Kirschenschiele ist richtige Antwort. Das ist eine bescheuerte Frage. Läuft. An die Frage kann ich mich noch gut erinnern. So. Das gefällt mir schon ganz und gar nicht. Frage 9. 8000 Euro Sicherheitsstufe, ja oder nein? Nein. Alter sagt schon nein. Dann geht's weiter mit Frage 9. Die lautet, welche weltberühmte literarische Figur hat vier Beine? Ist es Antwort A, Esmeralda oder B, Ophelia? C. Iphigenie oder D. Rosinante? Take your time. So schnell wie du einloggst. Es ist ein Wunder, dass du das überhaupt, dass du das so schnell machst. Aber gut, wer so viele Fragen spielt, hat natürlich recht. Da wäre ich raus.
Der Malte räumt auf. Sicherheitsstufe bei 16.000. Ich gehe mal von Nein aus. Mittelfeld gleich geschafft. Dann haust du den Joker eben oben raus. Sicherheitsstufe setzen? Nein. Okay, dann geht's weiter mit der 10. Frage. Die Perseiden oder Perseiden und die Leoniden verursachen Ebbe und Flut, Schwankungen im DAX, Sodbrennen oder Sternschnuppen. Frage 10. Alle vier Joker sind noch da. Was will er tun? Willst du Publikum fragen? Okay. Dann der Publikumsjoker, bitteschön. Die Persiden und die Leoniden verursachen Ebbe und Flut, Schwankungen im DAX, Sodbrennen oder Sternschnuppen. Diejenigen im Chat, ihr dürft gerne im Chat auch jetzt gerade eure Meinung reinschreiben und euch unterhalten mit ihm. Müssen Sie ihm eine Antwort geben, was ihr glaubt, was es ist. Und das Spiel macht nämlich dasselbe. Mal abwarten, was habt ihr so alles im Chat. Da kommt ein D, ein C kommt da rein, noch ein D wird gesagt. Hätte A gesagt, keine Ahnung. Was sagt das Spiel denn? 56% sind für D. 56% für D. 34% sagen von A, Ebbe und Flut. Im Chat haben ja auch mehrere Leute D gesagt gehabt. Dann? Antwort D, Sternschnuppen. Er traut sich einiges. 56% und eine gewisse Mehrheit im Chat für D und ein paar geraten andere Buchstaben. Und ihr habt recht. Applaus 16.000 ist geschafft. Sicherheitsstufe bei 32.000. Übrigens, man kann jetzt auch die Farbe der Kreuzchen oben ändern, by the way. Nein. Okay, konsequentes Nein. 32.000 Euro Frage, Frage Nummer 11. Was ist die Nestwurz? Eine Orchidee, ein weiblicher Kuckuck, ein Fluss in den Alpen oder ein eierlegendes Säugetier? Die Idee mit den Kreuzen finde ich mega, du hast sie auch vorgeschlagen gehabt. Antwort A, eine Orchidee, Nestwurz. Ich hätte nur gesagt, es ist eine Pflanze, irgendwas. Deswegen, du hast recht. Eierlegende wollte ich doch. Spirit. Super. Drei Joker. Sicherheitsstufe bei 64.000. Nein. Er zieht konsequent durch. Ich habe das Gefühl, das wird diese Folge sehr interessant werden, ob er mit vier Fragen und drei Joker nach oben hindurchkommt. Frage 12. In den Stadtplänen der sizilianischen Initiative Adio Bizzo können Palermo-Touristen erkennen, welche Lokale einen Stern haben, kein Schutzgeld zahlen, Bioprodukte verwenden oder kinderfreundlich sind. Telefonjoker, okay. Wer soll es von den dreien sein? Dann kommen wir nochmal. Ich bin mir relativ sicher, was die Antwort angeht. Die richtige Antwort auf diese Frage muss B. Kein Schutzgeld zahlen sein. Die anderen machen keinen Sinn. Ich bin mir zu 60% sicher. Ob das Malte reicht? 60% auf Antwort B? Mit so einem Telefonjoker macht man sich Freunde. Richtige Antwort.
Also es war schon zu gut, dass da. Willst du die Sicherheitsstufe auf 125.000 setzen? Ja. Okay. 125.000, die Sicherheitsstufe ist es jetzt. Beide Joker sind noch da, du kannst auch mich fragen oder 50-50 schützen. Bitteschön, das ist die Frage für deine Sicherheitsstufe. Worum handelt es sich bei den berühmten portugiesischen Azulejos? Um schnelle Pferde, um süße Weine, um bunte Kacheln oder um alte Volkslieder? Du willst mich fragen? Okay. Zuerst mal, ich sehe die richtige Antwort natürlich nicht, bevor du sie quasi einloggst. Ich habe auch keine, ich kann dir gerne zeigen, ich habe hier, ich sehe nichts, was du nicht bei dir auch sehen würdest drüben, was du im Stream sehen würdest. So, also, hier kommt mal meine Meinung dazu der Frage. Ich habe grundlegend schon mal keine Ahnung. Ich würde vermuten, Azulejos, das könnte was sein, das könnte in Richtung vielleicht Weine gehen, aber eventuell auch alte Volkslieder betonen, weil es klingt irgendwie so, als wie so ein, irgendwie so, was, es klingt ein schönes Wort, es ist irgendwie so für mich ein schönes Wort. Und die Musik ist echt ein bisschen zu laut, glaube ich, warte mal. Also ich würde vermuten, es ist entweder B oder D, aber ich bin mir nicht sicher und ich will doch nicht in die Scheiße reinreiten, denn du kannst es ja 63.500 Euro verlieren gerade und noch 500 runterfallen und dafür will ich nicht verantwortlich sein. Deswegen, meine Vermutung wäre vom Bauchgefühl her stark B oder D, aber ist es bleibt überlassen. Du hast noch einen Joker, das ist meine Antwort auf deine Frage. Hinterher. Hättest du vielleicht andersrum nehmen sollen, lieber. Hättest du es vielleicht lieber andersrum nehmen sollen, aber gut, das erspart mir einigen Charme. Das erspart mir einiges in dem Sinne. Genau das ist das Miese daran. Ich kann helfen, ich kann mal nicht helfen. Es sind genau die beiden Deck, wo ich es gesagt hätte. Du kannst hier einloggen, wenn du willst. Das ist bleibt überlassen, das ist deine Entscheidung. Also, bei den beiden ist interessant, Azulejos, hätte ich gesagt, wären bei den beiden eher Pferde. Einer von uns beiden hat recht, entweder hast du recht oder ich habe recht. Die berühmten portugiesischen Azulejos sind bunte Kacheln! Ist das geil oder ist das geil? Du gehst mit mindestens 125.000 hier raus, das ist garantiert. Du hast einen Freischuss für 500.000, du kannst nichts verlieren. Und wenn das alles gut geht, kriegst du einen Blick auf die Millionenfrage noch zu sehen. Bero in Bits natürlich, wir machen das alles in Bits. Spaß. 500.000-Frage. Kein Joker ist mehr da. Eine Maus ist im Bild. Und wir schauen uns mal gemeinsam an. Wer war schon einmal für einen Oscar nominiert gewesen? Oprah Winfrey, Mick Jagger, Venus Williams oder Ernest Hemingway? Die erste Sendung der neuen Staffel, es geht um 500.000 Euro und man kann nichts verlieren. Okay, der Bot macht wieder nicht mit, aber gut, dann logge ich sie dich wieder ein. Antwort A, Oprah Winfrey hat einen Check geschrieben. Da muss ich es einloggen, wenn ein Final davor steht.
A ist geraten. Oh Gott, na gut. Für dich in dem Fall, es war eine Freischussfrage. Du konntest nichts verlieren, du konntest nur gewinnen. Ist es jetzt eine 500.000 oder sind es 125.000? Wir sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. Der 500.000 Euro Frage für Malte. Wer war schon einmal für einen Oscar nominiert gewesen? Du hast gesagt gehabt, es wäre Oprah Winfrey. Es ist komplett geraten, deine Antwort. Ernest Hemingway ist falsch. Mick Jagger ist ebenfalls falsch. Oprah Winfrey oder Venus Williams? Die richtige Antwort, leider Oprah Winfrey! So, jetzt sind wir in einer sehr interessanten Konstellation. 500.000 gesichert. Oder weniger. 1.000.000 oder 125.000. Du kannst auch mit 500.000 aussteigen, wenn du das noch willst. Aber bei den Chancen hier auf ein Viertel runterfallen oder verdoppeln, das sind die Chancen gerade. 1:4, eine richtige Antwort und du hast es. Hier nochmal gerade schön zum Zeigen, wer es gerade schon sieht. Das grüne Kästchen ist da. So. Jetzt aber. 1.000.000 gibt's hierfür. Der Königsweg aller Skiwanderungen, die Haute Route, führt von Chamonix nach Zermatt, Aosta, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck. $500.000 in der Bank, 125.000 Sicherheitsstufe, 1.000.000 die Chance 1:4. Scheiße, oh, das heißt nichts Gutes. Die Frage ist jetzt, nimmst du das Risiko? Ich meine, mit nur einem Viertel Gewinnverlust von 375.000, die du verlieren könntest, auf 125.000 Rückfall. Oder lockst du, wie es gerade getan hast, Antwort B, Aosta ein? Du hast dich fürs Einloggen schon entschieden. Und das relativ zügig. Bei Skiwanderung hätte ich erstmal gedacht, ja, könnte Richtung Österreich runtergehen, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, das ist glaube ich zu naheliegend für eine Millionenfrage. Denn C, Garmisch-Partenkirchen, ist schon mal falsch. Innsbruck ist es leider auch. Richtige Antwort auf die Millionenfrage. Zermatt. Damit sind es leider keine Millionen, keine 16.000, aber 125.000 Euro. Sehr gut gespielt, da kann man nur sagen, sehr, sehr gut gespielt. So, und die vier anderen, die auf der Tribüne hocken, die kriegen als nächstes jetzt noch eine Chance dafür. So, denn wir sind noch lange nicht fertig. Zweite Runde, zweite Auslaufgabe sind für uns schon die dritte heute Abend. Aber erstmal starten wir mit dieser Frage für alle im Chat wieder. Bitteschön. Die Chance für die Verbliebenen da hinten. Ordnen Sie folgende Tiere nach dem Zeitpunkt ihres Aussterbens. Beginnen Sie vor 65 Millionen Jahren. Bitteschön.
Mammut, Auerochse, Beutelwolf, Tyrannosaurus Rex. Bird, Linnitus, Millionaire Man. Adjusted. Sehr interessant. Zwei im Chat sagen DABC und DABC, DACB, DBCA und DBCA. Und DCBA, wir haben alles drin, glaube ich. Gucken wir mal, was in der richtigen Reihenfolge ist. Wir haben vor 65 Millionen Jahren zuerst den Tyrannosaurus Rex, danach folgt das Mammut, danach kommt der Auerochse und danach der Beutelwolf. Deswegen D, A, B und C. Das hat, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, der Justin hinbekommen. Oder? Ach, du hast vergessen, ein Leerzeichen da reinzuschreiben. Du musst ein Leerzeichen da reinschreiben. Das ist die richtige Reihenfolge, aber du musst das mit dem Leerzeichen machen. Ach, schade, ärgerlich sowas. Nochmal. Dann wird es ein bisschen einfacher für alle. Ordnen Sie diese internationalen Kleidergrößen von klein nach groß. A, L, B, M, C, S, D, X, L. Und sicher noch ein Bot reconnected. Das sein könnte, dass er gesponnen hat. S, dann kommt M, dann das L, dann das dicke XL. Gucken gerade? Ja, gut. Ihr habt ja alle gewusst, aber gut. Das war ein Bot sein Fehler auch gewesen. Das heißt, keiner konnte im Prinzip anloggen. Muss man angewöhnen für alle, dass wir den Bot quasi vorher starten und das noch ein fünfter. Ah, okay, das heißt quasi folgenden Bug habe ich jetzt im Prinzip eingebaut, bis wir hinbekommen. Dass diejenigen, die einloggen, auch drin bleiben. Also Malte ist trotzdem, obwohl er rausgeflogen ist, immer noch da als Spieler in der Liste drin. Aber Alex ist der Schnellste. In diesem Sinne, tut mir leid für euch gerade in dem Sinne. Ist dann auch von meiner Seite aus ein Verschulden gewesen. Nehmt es auch mich gerne an. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, erste Folge, es kann alles schiefgehen, was schiefgehen kann, theoretisch. Gucken wir uns erstmal wieder die Regeln an. Wie du weißt, 15 Fragen, 500 Euro, 1 Million und die Sicherheitsstufe, die du setzen kannst, wie du lustig willst, ab Frage 5. 4 Joker, 50-50, Telefon, Publikum, frag mich. Bird Office left the show. Och, Bird. Ist mein Verschulden, aber ich nehme es auf mich drauf. Es geht auf meine Kappe. So. Deswegen, Alex, deine Runde startet jetzt mit dieser Frage. Im Sandkasten lümmeln die Faulen herum, während 12 Uhr mittags für eine Handvoll Dollar spielen wir das Lied vom Tod, die glorreichen 7. Aber die glorreichen 7 ist natürlich richtig. 50 Euro, wir gehen auf 100 mit dieser Frage. Was hat jemand, der nicht ganz mehr verstanden ist? Trumpfmunition, Tulpenpatrone, Sockenschuss oder Strapskanone? Antwort C, Sockenschuss, auch richtig. 200 gibt's hier. Wie nennt man eine Mischung aus Nüssen, Mandeln und Rosinen? Professorenfraß, Schülermampf, Doktorenmahlzeit oder Studentenfutter? So, muss man echt mal da kaufen, so, das ist eigentlich total geil. Antwort D, Studentenfutter, auch richtig. 300. Dann 300, gibt es für diese Frage hier. Was bedroht die Weltwirtschaft? Wertpapierlunge, Goldniere, Bausparvertragsmilz oder Immobilienblase?
Ei, Mandeln sind keine Nüsse. Was für ein Ausgang aber? Moment. Okay, Google. Nein. D. Immobilienblase. Hashtag. Übrigens, wenn du glaubst, du schwankst zwischen den Antworten, du musst nicht direkt einen Command schreiben. Du kannst deine Antwort versuchen, dies herzuleiten oder zu erklären im Chat, wenn du willst. Und Frage 5. Da gibt's jetzt das hier. Wie heißt der Segelwettkampf, der seit 1957 alle zwei Jahre vor der Südküste Englands stattfindet? Admiral's Cup, General's Cup, Major's Cup, Major's Cup oder Captain's Cup? Manchmal nervt Twitch einfach nur. Wieso, hast du Werbung oder was? Natürlich ist es doof, wenn ihr während einer Ausrufaufgabe Werbung gescheitert bekämmt. Nenne wegen 30 Sekunden. Ach, von Trafalgar, Evil Quinn. Willst du ihm etwa helfen? Alex, wie sieht's aus? Hast du eine Idee? Joker Nummer 3, Publikumsjoker, kannst du gerne haben, wenn du das willst. Wie heißt das Segelwettkampf, der seit 1957 alle zwei Jahre vor der Südküste England stattfindet? Admiral's Cup, General's Cup, Major's Cup oder Captain's Cup? Das sind die Major's Cup, so. Ihr dürft es gerne in den Chat schreiben, natürlich auch in den Podcast bitte alle in die Kommentare. Deswegen stimmt doch mal gerne im Chat ab. Das ist noch ein Bug, das sind die Werte von eben noch. Guck mal, was hier rauskommt. 30% sind für Antwort A, Admiral's Cup. Ich sag alle C. Major's Cup, sagt ihr im Chat. Publikum sagt mehr als eindeutig Antwort A. Ja, wem vertraut man denn da nur? Antwort A willst du nehmen? Ich frag mich gerade, wie alle auf C kommt. Aber ist es recht, Antwort A ist stimmt. So, der erste Joker ist gefallen. Erste Frage. Wieso alle? Ja gut, ich meine, gut, einer hat es gewusst von euch, also in dem Fall du, klar. Aber die Mehrheit habe ich jetzt gemeint damit. War mein Fehler, sorry. Erste Frage, Alex, willst du Sicherstufe setzen? Du schreibst schon nein. Okay, dann machen wir weiter mit der Frage Nummer 6. Auf einem der berühmtesten Fotos der Nachkriegsgeschichte sieht man Helmut Kohl und François Mitterrand beim... Am Drücken, Händchen halten, Fäuste ballen oder Finger hakeln. Wobei sieht man ihn da? So, Händchen halten. Hier sagte mir, muss aber bestimmt nicht in den Zusammenhang. Vielleicht ein Final B. Antwort B. Ohne Joker eingenommen. Ich weiß nicht, ob es geraten ist oder nicht. Ich vermute mal schon. Man kann es eventuell herleiten. Ich hätte vor allem gesagt, D ist am schwachsinnigsten von den vier Antworten. Aber in jedem Fall, Antwort B ist richtig. Ja, wegen Versöhnung. Ja, hat man so doof, ne? Sicherheitsstufe bei 2000. Nein, alles klar. Übrigens wegen Frankreich. Ich habe vor wenigen Stunden eigentlich noch, bis vor dem Stream noch gelesen,
2019 ist WWM auch in Frankreich zurück wieder am Start. Genauso wie Italien noch Ende dieses Jahres auch starten wird. So. Wir gehen auf 2000 mit dieser Frage. Wie wird die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche genannt? Blaues Auge, hohler Zahn, krumme Nase oder abstehendes Ohr? Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wie heißt die denn? Bis wann kommt denn die Werbung für das Essen holen? Hat A eingeloggt. Wie kommst du da drauf? Das kam schnell, es kam unerwartet. Ich hätte zum Beispiel jetzt nämlich die Frage hier nicht gewusst. Vom Chat gerade warten. Also bei den Sachen, die da stehen, hätte ich tatsächlich A und C ausgeschlossen, aber gut. Was die richtige Antwort ist, verrate ich in Kürze. Die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Nach einem Synonym für dieses Gebäude haben wir gefragt. Blaues Auge, hohler Zahn, krumme Nase oder abstehendes Ohr. Der Alex hat gesagt gehabt, es ist Antwort A, das blaue Auge. Die Antwort kam relativ schnell. Richtige Antwort, der hohle Zahn. Das war ein kurzer Lauf, aber besser als nichts. 500 Euro gibt's trotzdem. So, ich tippe auf D, habe keine Ahnung, habe an der Tetovic von den Vieren B genommen. Ohr, Kirche, Gehör, keine Ahnung, nur Vermutungen, so, ich bin jetzt weg. Spirit bis eine halbe Stunde. Böser Zahn, das war kurz und knackig. Ja, das war's wohl, aber 500 Euro ist immerhin bist du kein Nuller, sag's mal so. Da haben wir schon mal alles gesehen auf diese Runde. Das ist diese Folge. Das ist eure Frage, Freunde. Ordnen Sie diese Attribute nacheinander den Figuren Ronja, Hotzenplotz, Kalle und Blomqvist. Figuren Ronja, Hotzenplotz, Kalle, Blomqvist und Scipio zu. Bitteschön. Räuber, Räubertochter, Herr der Diebe, Meisterdetektiv. Zeit ist um, denn es heißt, es ist Ronja Räubertochter, Räuber Hotzenplotz, dann haben wir den Meisterdetektiv Kalle Blomqvist und wir haben Herr der Diebe Scipio, B, A, D und C. Kapitulitus war außerhalb der Zeit gewesen, denn Justin hat es hinbekommen in 14 Sekunden. So, erstmal, ihr wisst, wie es läuft. 15 Fragen, 2 Sicherheitsstufen, 4 Joker, die auf euch warten. Und ab Frage 5 eine weitere Sicherheitsstufe, die ihr setzen könnt. Los geht's. Was fällt nicht in den Fachbereich eines Friseurs? Mittelscheitel, Pferdeschwanz, Dauerwelle oder Hefezopf? Final D. Du musst den Buchstaben groß schreiben. Vielleicht könntest du theoretisch auch noch klein einfügen, aber. Aber ich soll es eigentlich rausstechen lassen. Das D musst du wie gesagt groß machen. Machen wir gerade Chat bei Reconnect sicherheitshalber. D, kommt rein. Wunderbar, stimmt auch. 100 Euro gibt's hierfür. Was gehört nicht in den Küchenschrank? Messbecher, Gelenkpfanne, Bringform oder das Wiegemesser?
Nicht in den Küchenschrank. Was gehört da rein? Denk nach, kommst drauf. Ich schwanke zwischen welchen beiden denn? Welche beiden würdest du denn sagen? Ich sag mal so, stell die Frage andersrum. Was macht denn am ehesten Sinn, für den Küchenschrank reinzukommen? Da könnten in jedem Fall da rein. Das ist nicht so schwer. Hat er auch recht. Es ist verdammt einfach eigentlich. D. Das Wiegemesser. Das kann ich nur Schrecken verbreiten. Falsch. Das ist die Gelenkpfanne. Die Gelenkpfanne ist im Körper drin. Ach, hier die Musik durch oder was? Interessant. Kurze Runde. Nächste Frage. Bilden Sie aus diesen Wörtern ein bekanntes Sprichwort zum Thema Beweglichkeit? Das kriegst du hin. Wer rostet, rastet. BDAC ist eine Reihenfolge. Richtig heißt es, wer rastet, der rostet. So, Gott sei Dank. Dann machst du im Prinzip auch die letzte Runde. Danach kümmern wir uns mal um die Bugs. Auch für dich gilt... Zwei Sicherheitsstufen, 500 Euro und 1 Million da oben. 4 Joker zur Verfügung, 50-50 Telefon, Publikum und Moderatoren-Joker, das bin ich. Deswegen, los geht's mit der ersten Frage. Was kann man seiner Freude Ausdruck geben, wenn man unverhofft Deutschland wohl bekanntestem Model begegnet? Claudia Schiffer, Toni Gahn, Lena Gerke oder Heidi Klum? Das sind wieder diese Fragen, die sich irgendein Betrunkener in der Regie ausgedacht hat, bestimmt. 100. Welche Fähigkeit ist auf Wanderung von großem Nutzen? Kaffeesatz deuten, Horoskop erstellen, Karten lesen oder Handlinien interpretieren? Karten lesen C. Stimmt. Und für 200 Euro will ich das hier von dir wissen. Früher hatten bestimmt auch einige Vogelspinnen, Hausstaubmilben, Holzblöcke, Weberknechte. Antwort D. Früher hatten auch einige Weber Knechte gehabt. Richtige Antwort. Und 300 Euro gibt es für diese Frage. Was hegt und pflegt man im Garten? Saldi, Kondi, Rabatte, Nachlässe. Hätte auch Schäferhunde kommen können. Nicht so fies. Antwort C. Rabatte. Jawohl. Geht ja. Und 500 gibt's hierfür. Womit wird in Antiquariaten gehandelt? In Taxikaiser, Fahrradfürsten, Autografen, Busherzoge.
Autografen 500. So, Sicherheitsstufe hast du geschafft. Wunderbar. So, erste Frage. Sicherheitsstufe bei 1000 Euro. Ich meine, du hast alle vier Joker. Ich denke mal wahrscheinlich, nein. Gut, sagst du auch. Dann kommt hier die 1000 Euro Frage. Ehefrau des Ex-Nationalspielers Thomas Helmer ist die Schauspielerin Aldi Filali, FIFA Finali, Jasmina Filali oder Tine Finvali? Die Frage ist ehrlich gesagt, finde ich scheiße. Aber gut, du hast alle vier Joker. Ich kann dich mal gern darauf hinweisen, wo du mich eher vielleicht nicht fragen solltest, was Literatur angeht oder Musik angeht, was Künstler angeht, bzw. Politik, aber alles andere in diesem Sinne. Hallöchen, Vamini. Ansonsten 50-50, Telefon, Publikum. Okay, du willst 50-50 Joker nutzen. Kommt sofort. Aldi Filali, Filiali oder Jasmina Filali. Wenn man im Nachhinein alles weiß, ist es am blödesten. Das stimmt leider. Bist du immer noch an dem Game? Ich bin, wie du gerade siehst, im Prinzip fertig. Ich mache auch gerade eine Aufnahme für YouTube in diesem Sinne. Du loggst ein, Antwort C, Jasmina Filali. Filiali, so. Doch, viele, Ali, Mann. Jetzt bin ich selbst raus, Mann. Ah. Richtige Antwort ist C. Vamini, ne, wie gesagt, bitte nicht vorsagen, weil er ist halt am Spielen gerade. Ist seine Runde. Es ist schon der vierte, der heute dran ist. Lilithus, 2000 Euro Sicherheitsstufe, ja oder nein? Mein Puls ist schon über 200. Du bist gerade mal bei Frage 7. Wenn das so anfängt, das kann nur lustig werden. Geht's um echtes Geld? Natürlich nicht. Steht auch nachher in den Credits sogar drin. Ah, okay. Dann machen wir die 2000 Euro Frage mit dieser hier. Wer hält mit 160 Bundesliga-Toren bis heute den Vereinsrekord bei Eintracht Frankfurt? Brett Gipsenfuß, Bernd Hölzenbein, Ernst Gläsenauge oder Gerd Göldenzahn? Der Vereinsrekord bei Eintracht Frankfurt. Fußball bin ich raus. Erwischt. Publikumsjoker, das heißt, diejenigen im Chat dürfen natürlich auch wieder mitraten. Die Frage lautet, wer hält mit 160 Bundesliga-Toren bis heute den Vereinsrekord bei Eintracht Frankfurt? Fred Gipsenfuß, Bernd Hölzenbein, Ernst Gläsenauge, Gerd Göldenzahn. Überlegt euch, schreibt gerne in den Chat rein, im Podcast auch gerne in den Chat oder in die Kommentare beim YouTube eben und bitte mal abstimmen. Prozent sind verantwortet B. Bernd Hölzenbein. 30% sagen Antwort C. Ernst Gläsenauge und 5% sagen D. Gerd Göldenzahn. Antwort B. Final. Gut, das nehme ich so an. Ja, stimmt. So. Du sagst schon nein, keine Sicherheitsstufe. 4000 Euro ohne, weiter geht's hiermit. Wie wird in England und in den USA der Bürgermeister genannt? Archer,
Aprilor, Major. Achso. Bachor, Aprilor, Major, Junior. Junior. Super Frage. Einfach gelöst, richtig. Sicher schon bei 8000? Nein. Okay. 8000 Euro Frage lautet wie folgt. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Ist ein Zitat aus Forrest Gump, aus Titanic, aus Independence Day oder Pretty Woman. Du hast noch den Telefonjoker oder du kannst mich fragen. Hast du alle Fragen per Hand eingetragen? Nein. Von einem anderen Spiel die Datenbank auf SQL umgewandelt. Ich glaube D. Die Frage ist, glauben reicht dir nicht. Willst du es einloggen oder willst du den Joker nehmen und absichern? Wenn du willst, ich überlasse es dir. Von mir kriegst du keine Antwort, außer du fragst mich. Und übrigens, für diejenigen, die später in die Kommentare schreiben werden oder einen Podcast schreiben werden, das ist voll unfair, dass du nicht Leute nach Final Answer abfragst. Sobald Chat-User den Command Final eingeben mit dem Buchstaben, ist es Final. Er hat es eingeloggt. Ich kann nicht nachfragen. Wenn Leute entscheiden, als tippen Final und D, dann ist es eingeloggt als D. Das ist nicht mein Problem in dem Fall, weil sie sich dazu schnell entschieden haben. Gibt ja keinen Zeitdruck zu antworten. So. Für eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt, ist ein Zitat aus Forrest Gump, Titanic, Independence Day oder Pretty Woman. Du hast gesagt, Antwort D. Richtig ist das die Frage. Finden Sie es raus nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da. Zurück bei Wer wird Millionär, unserer ersten Folge der neuen Staffel und der ersten Runde mit dem Chat mit ein paar Bugs wahrscheinlich noch, die man schon gesehen hatte. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt. Ist es ein Zitat aus Pretty Woman? Er hat gesagt Antwort D. Titanic ist schon mal Quatsch, das fliegt raus. Independence Day? Auch falsch. Forrest Gump oder Pretty Woman, was glaubst du? Du hast eingeloggt gehabt, Antwort D. Richtige Antwort ist leider Forrest Gump. Damit sind auch mit der Runde nur 500 Euro. Ja, und ich würde sagen, mit den vier Runden, auch wenn sie jetzt gemischt waren von lang bis kurz, würde ich sagen, haben wir mal die erste Folge abgeschlossen. Denn ich kann schon mal sagen, dass das natürlich jetzt unsere erste Folge ist, die natürlich jetzt ein paar Bugs beinhaltet hat, ein paar Fehler, war lustig, Chancen zu sehen. Es ist natürlich jetzt wahrscheinlich leicht geschnitten worden im Endeffekt, doch im Nachhinein noch, aber ich würde sagen, es hat schon mal sehr viel Spaß gemacht. Deswegen. Die Bugs werden behoben werden. Es geht natürlich mit BWM bald weiter. Wann genau? Guckt rein. Guckt auf Discord vorbei. Wird hier gleich in den Quiz auch eingeblendet. Und ansonsten schaut unten auf Twitch vorbei. Links in der Videobeschreibung hier. Und ansonsten, ja, das war die erste Folge. Bis in Bälde. Haut rein und tschüss.